Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich möchte euch willkommen heißen zu meinen Wintertipps. Ich möchte euch so ein bisschen einführen in meine oder in unsere Winterangelei. Moritz und ich sind schon seit gestern hier. Der Tobi gerade angereist, von weit her gekommen. Jetzt wollen wir erstmal schön frühstücken, Kräfte sammeln. Und weil wir gefangen haben wir auch noch was. Gefangen haben wir auch noch was. Wir haben eine harte Nacht hinter uns. Am Fluss ist es immer so, wenn die Winterfresser, die Döbel, wenn die da sind, dann hat man immer wieder diese Reihenhacker. Man muss die Routen neu legen. Und ja, heute Morgen haben wir tatsächlich eine Barbe gefangen. Das ist sehr selten hier. Die werden wir euch gleich zeigen. Und jetzt wird erstmal gefrühstückt und dann verrate ich euch mehr. Es fängt tatsächlich an zu regnen. Ja, wir haben fantastisch gefrühstückt und haben uns das so schön vorgestellt, wie das dann immer ist. Dann bauen wir das jetzt vorm Zelt auf und filmen draußen. Jetzt steht alles. Das, Leute, ist auch Winterangeln. Da muss man hart gesotten sein. Zieh mir mal eben hier die Regenkombi über. Dafür haben wir ja das geile Equipment. Und dann machen wir es halt so. So. Ja, ich habe jetzt schon mal ein bisschen was aufgebaut. Wir angeln hier in Buhnen und wir können hier zwei Buhnen gleichzeitig befischen. Entweder benutze ich dann einzelne Banksticks und stelle die Routen weit auseinander. Oder wie jetzt hier in dem Fall, finde ich auch eine tolle Idee, nehmen wir dieses kleine Pott hier. Und ihr seht schon, die Butt Grips sind einmal vorne, einmal hinten. Genauso mache ich das jetzt gleich mit den Bissanzeigern, schraube die auf. Und so können wir dann, wenn wir auf der Buhnenspitze aufbauen, in zwei Buhnen gleichzeitig angeln. Wir angeln hier sehr, sehr ufernah, deswegen nicht wundern, warum dieses Zelt so weit hinten steht. Wir verhalten uns immer sehr leise am Fluss. Viele denken, ist nicht wichtig. Und wenn man aber zwei, dreimal über die Steinpackung gelaufen ist und der ein oder andere dicke Brocken rollt dann weg, dann sind auch unsere Freunde weg. Flussangeln ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt im Winter im stehenden Gewässer angel. Und ich muss schon zugeben, ich sitze hier oder wir sitzen hier unter absoluten Top-Bedingungen. Wir haben hier normalerweise um diese Jahreszeit durch das AKW eine Wassertemperatur von 7, 8 Grad. Befinden uns ungefähr 1,5, 2 Kilometer halt unterhalb von den Ausläufen. Allerdings in diesem Jahr ist eh alles anders. Die Weser hat ganz wenig Wasser und die scheinen im Moment richtig viel Strom zu produzieren. Wir haben hier 12,5 Grad. Das sagt vielleicht auch was über die letzte Nacht aus, weil wir hatten echt viele Aktionen. Die meisten Döbel hängen sich da nicht auf. Aber man steht natürlich immer wieder auf, legt die Routen neu. Oft sind die Haken stumpf. Und von daher sollte man da vielleicht einen kleinen Unterschied machen, weil wir angeln ja jetzt nicht wirklich im kalten Wasser, sondern in etwas wärmerem Wasser. Und die Fische sind im Fluss auch viel aktiver wie im stehenden Gewässer. So, ich habe immer Rigs vorbereitet. Ihr seht, es sind nur noch 3 Stück hier. Das waren über 10. Wir mussten oft die Haken wechseln nachts. Und das ist die erste Sache, dass man halt Rigs vorgebunden mitnimmt. Dann, vielen Dank. Die Rigs halte ich, wie aber fast überall, relativ einfach. Wir brauchen hier nicht viel Klimbim. Ich habe jetzt hier mal ein schweres Inline Rig schon mal vorgebunden. Ich fische in den Buhnen, weil das Wasser dort steht oder sich nur leicht dreht, fische ich sehr gerne Pop-Ups, wenn die Fische dann auf den Platz kommen, dass sie sich dann vielleicht etwas schneller aufhängen, als wenn da irgendwo ein einzelner Sinker liegt. Also ganz kurzes Rig. Man sollte wirklich dickes Vorfachmaterial nehmen. Ich habe mich hier für 35 Lips entschieden. Hier kann auch schon mal ein Wels einsteigen. Wir haben unheimlich viele Muscheln hier im Fluss.
Von daher lieber ein bisschen gröber angeln, dass wenn dann der ersehnte Biss irgendwann kommt, dass ihr den Fisch auch landet. Wir haben hier die Stelle vorbereitet. Wir waren mehrmals zum Vorfüttern da. Was das Futter angeht, verzichte ich hier im Fluss komplett auf Partikel. Ich fütter hier nur Boilies, im Winter allerdings auch eher kleinere Köder, also 14er oder 16er. Ich bin der Meinung, oder wir haben es halt schon erlebt, dass wenn man jetzt viel Partikel zufüttert oder kleine Sämereien füttert, dass man einfach so unglaublich viel Weißfisch dann noch mit auf den Platz zieht und dann halt wirklich gar keine Ruhe mehr bekommt. Ja, ich bin ganz happy, dass ich hier, der Tobi hat mir was mitgebracht, bisschen nass geregnet. Was für ein tolles Produkt, der neue Mini Micron hier. Und dann will ich ihn natürlich auch benutzen mit Funke, die auch sehr, sehr weit geht, zu meiner Freude, weil wir machen es ja auch schon mal so, dass meine Route etwas weiter weg steht. Und ja, den schraube ich jetzt mal auf. Ich benutze Swinger im Fluss, um eine optimale Bissanzeige zu haben. Und wie gesagt, einen nach vorne, einen nach hinten. Und dann zeige ich euch jetzt gleich mal, wie ufernah ich hier angel. Und warum man auch so leise sein muss. Wir gehen teilweise wirklich, ja, wie Indianer das auch machen, wir schleichen wirklich zu den Ruten unten runter gebückt. Ich will mich gar nicht ganz aufstellen. Hier ist kein Baum, kein Strauch am Ufer. Die Weser ist glasklar. Und von daher ist da Vorsicht geboten. Ich schraube die jetzt mal auf und dann werde ich gleich mal eine Rute schnicken. Jetzt dem Strom komme hier, umso gebückter gehe ich hier runter. Viele werden jetzt vielleicht lachen, werden denken, was macht er denn da? Aber hier ist Vorsicht geboten. Fische befinden sich, ihr seht das gleich, direkt vor unseren Füßen. So. Und jetzt postiere ich das Pott hier. Und kann so zu beiden Seiten rausfischen. So, und ihr seht schon, genauso ist das möglich, dass ich zu beiden Seiten hier rausfische. Haben hier schwere Inliner-Gripper drauf. Mit 180 Gramm, hier einen kleinen 16er Poppy auf der Route und schwenke jetzt wirklich. Das macht natürlich auch immer Sinn, wenn man sich dann auch vielleicht die tiefste Buhne auslotet. Und das Rig ist gut geflogen. Zack, es liegt auf Sand. Jetzt heben wir es noch einmal an. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine, mit direkt vor den Füßen unter den Rutenspitzen angeln. Kann jetzt zu beiden Seiten hier rausfischen. So, das war die linke Buhne, die tiefste Buhne. Und jetzt andere Seite einfach nur. So, diese Rute werfe ich jetzt über Kopf. Hier möchte ich 5-6 Meter weiter raus, wie bei der linken Rute. Ich kenne natürlich auch diese Buhne ganz genau und weiß, wo der tiefste Platz ist und werfe die jetzt direkt an die Strömungskante, Leute. Rick ist gut geflogen, jetzt kann ich es noch ein bisschen anziehen. Zack. Und da liegt sie schön sauber. Und wie gesagt, ein Wurf, ein Treffer, das habe ich am liebsten. Gar keine Unruhe machen. Jetzt kommt ein bisschen Futter rüber, auch ganz easy mit der Kelle. Von daher kann man am Fluss auch mal schnell für ein paar Stunden hier hin, bleibt im Auto sitzen oder so und muss nicht immer dieses ganze Gerödel halt auframmeln und kann dann halt auch mal in kurzer Zeit zu seinem Winterkarpfen kommen. So, und jetzt wollen wir hoffen, dass hier noch was geht. Gutes Gefühl habe ich. So, jetzt
ein, zwei Kellen Futter rüber. Es handelt sich hier um einen Prototypen. Wir haben was richtig Geniales in der Pipeline. Das wird schon kommenden Frühjahr alles auf den Markt gelangen. Und ja, ich kann nur so viel sagen. Red Krill Powder, ganz hochwertiger Liverboilie. Und da müssen wir jetzt erstmal ein paar große Karpfen drauf fangen, um das Ding dann noch rauszubringen. So, wir hoffen auf einen schnellen Biss. Das war's. So Leute, die Fallen sind scharf, liegen auch gut, denke ich. Über die Rigs habe ich eben schon ein bisschen was erzählt. Vielleicht sollte ich noch mal auf die Schnur zu sprechen kommen. Ich setze auch im Fluss auf unsere Submerge, hatte die jetzt in Orange drauf. Das hier ist jetzt die Kamu, die hält fast 25 Kilo in 0,30 mm. Und da schalte ich dann immer noch mindestens 10 Meter Snackleader vor in 0,66. Wie gesagt, scharfe Steine, Muscheln ohne Ende. Ich zeige euch gleich nochmal die Corbicula-Muscheln, die hier überall am Ufer rumliegen. Wir haben hier die Dreikantmuscheln, die auch wirklich richtig messerscharf sind. Von daher im Fluss bloß nicht zu feines Material wählen. Es hört einfach nicht auf zu regnen, es nieselt sich ein. Und der Tobi ist natürlich nicht mit leeren Händen gekommen, also hierfür schon mal vielen Dank. Feier ich, das sind unsere neuen Drybags, die gibt es in 30 Liter, in 60 und in 90. Ich reiß jetzt auch einfach mal, guck mal, da ist ja schon wie Weihnachten hier. Zieh den mal raus. Ich habe sie auch das erste Mal in der Hand. Ja, die machen ja einen fetten Eindruck. So, wenn ihr die Boote voll habt, wenn ihr jetzt bei längeren Session moved oder so, da kann man alles reinpacken, was trocken bleiben muss. Man rollt das dann hinterher ein, kann das sogar hinterm Boot herziehen, wenn man richtig voll bepackt ist. So, hier mache ich es jetzt einfach mal so. Ich habe hier meine, der ist wirklich richtig groß. Alles wird hier feucht und nass. Meine Haken hier drinne, die vorgebundenen Rigs, Taschenlampe, Batterien, alles hier eben rein. Die ganze Geschichte einrollen. Und dann schwimmt das natürlich auch, wenn da Luft drin ist. Und wenn man es eingerollt hat, einfach zusammen. Guck mal, fürs erste Mal noch nie benutzt das Ding. Geiles Produkt. Feier ich. Ja, wäre vielleicht auch noch erwähnenswert. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer gut und viel koche am Wasser. Habe immer meine Kühlboxen, meine Zargesboxen dabei. Baue mir meine Station dann am Wasser auf und kann dann wild hantieren, will ich mal so sagen. Es ist jetzt kalt genug, ich brauche also keine Kühlboxen mehr und ich finde es einfach ein geiles Produkt, unsere Aquos Bags, die gibt es in 20, 30, 40 und 50 Liter. Das ist jetzt die 30er und hier kann ich dann alles drin aufbewahren, wie ein bisschen Zewa, mein Essgeschirr oder auch Lebensmittel, was nicht nass werden darf. Und gerade für kurze Sessions brauche ich dann nicht mehr diese fetten, schweren Tagesboxen mitnehmen. Ja, Leute, warum feiert der Indianer so die Explorer Range? Ich denke, dass ich da mal ein bisschen drauf eingehe und euch das zeige hier. Ich finde das super. Kein Mensch braucht hier am Fluss eine 12 oder sogar eine 13 Fuß Route. Die Explorer ist 8 bis 10 Fuß, was für mich bedeutet, ich fische die Routen auch ganz, ganz oft in 8 Fuß und ziehe die gar nicht aus. Bis auf 10 Fuß. So, jetzt hier der Vorführeffekt. Nee, haben wir. So mache ich das ja immer. Zack. Jetzt passt mal auf. Manche kennen das Produkt natürlich schon von euch. Aber wir haben hier einen Gummipropfen drin. Das heißt, ich bin unheimlich nah am Fisch. Kann den super keschern. Der Fisch ist nicht mehr so ellenweit weg. Und wenn ich zum Werfen Lust habe oder im Drill, je nachdem wie ich will, der Propfen raus, dann habe ich eine 10-Fuß-Route. Das Design super schick, hier mit dem Voll-Duplon. Und ich habe ein kleines, ganz kleines Futteral. Hier an der Weser haben wir oft weite Fußmärsche. Man darf die Autos oft nur oben an den Straßen parken. Und wenn man dann so weit laufen muss,
ist es natürlich schön, wenn man da leichtes Equipment hat. Ganz kurzer Kescherstab, auch für ein kleines Boot, kann man schön unterm Sitzbrett verankern und das Keschernetz hängt dann nicht ellenweit aus dem Boot raus. Man kennt das beim Rudern, das Keschernetz hängt wieder im Wasser, man wird gebremst. Und das Schöne ist, er sitzt hier auch fest drinne, das heißt, ich kann den so kurz lassen und wenn ich doll ziehe, kann ich ihn auch ausziehen und dann habe ich einen schönen langen Kescherstab. Hier das Camo-Netz ist natürlich schick, alles in Camo, hier oben nochmal verstärkt. Doch, doch, da kann ich mit arbeiten. Das ist so. So, das ist das Schöne am Winterangeln. Das mag ich auch sehr. Die Tage sind kurz, die Nächte sind lang. Viele motten ihr Tackle im Winter ein. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn man hier zum Beispiel in diesem neuen Flatliner-System mit dem Five-Season-Schlafsack, das ist so muschelig, das ist so gemütlich. Und selbst bei 10, 15 Grad minus wird man hier nicht drinnen frieren. Und das ist doch herrlich, da kann man sich so richtig schön erden, da kommt man wieder runter. Teilweise schlafe ich 12, 13 Stunden in diesen Winter-Sessions, wenn man nichts geht. Und ja, geil. Früher haben wir auf Campingliegen, auf Feldbetten haben wir gelegen oder einfach nur so in der Steinpackung. Und jetzt Herrlichkeit. Ach. Gute Nacht. Muss noch mal rauskommen, obwohl ich auch gerne liegen geblieben wäre. Ist schon gemütlich da drinne. Ja, vielleicht noch so ein abschließender Tipp oder abschließende Tipps. Wie wähle ich meinen Flussspot aus? Hier ist es natürlich jetzt relativ einfach, aber wer hat schon noch einen Warmwasserauslauf? Die werden immer weniger und auch dieses AKW wird vom Netz gehen. Lange Spaziergänge am Flussufer entlang mit Hund oder Frau und Kind sind oft sehr aufschlussreich. Ich habe das erzählt mit den Lauben, mit den Bachflohkrebsen oder auch Muschelfelder. Dann, was immer interessant ist, wo ich sehr, sehr viele Winterkarpfen gefangen habe, sind kleine Häfen, in denen zum Beispiel Ausflugsschiffe oder Ausflugsdampfer stehen, die den ganzen Winter über ja nicht bewegt werden. Die Fische nutzen das als Holding Areas, liegen im Dunkeln, wie vielleicht unter Totholz am heimischen See, unter diesen Schiffen. Dann natürlich vor den Wehren, in sehr, sehr tiefen Buhnenköpfen. Also überhaupt tiefes Wasser ist auch im Fluss im Winter natürlich ja, ausschlaggebend. Es wird schwer bleiben, aber wer im Winter sich die Arbeit macht und oder sich die Mühe macht, nach diesen Kriterien seine Stellen auszuwählen, der wird auch früher oder später zu seinem Winterflusskarpfen kommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Das erste Mal vor Tobi, vor der Kamera gestanden. Wir haben uns heute kennengelernt. Schön, Tobi, dich kennenlernen zu dürfen. Hat mich auch gefreut. Ich denke, wir werden noch mal das ein oder andere Mal zusammenarbeiten. Ich werde noch eine Nacht machen, also lege ich mich jetzt auch gleich schlafen in mein Zelt. Moritz ist hier, der hat mir auch sehr geholfen, hat gesagt, Mensch, Mike, jetzt bleib doch auch hier, es steht alles. Ich mache morgen den Laden auf und sollte ich noch einen Flusskarpfen fangen, dann werde ich den Tobi zuschicken und dann kommt er natürlich auch noch in diesen Clip. Also Männer, ich wünsche euch richtig schönes 2021. Bis zum nächsten Mal. Ciao.